Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DanioLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles. In der letzten Folge haben wir die Mulberry Shore erobert und haben Isara verloren. Oh nee. So ein Scheiß. Oder vorhin bei Icon auch verloren, aber die lebt jetzt wieder. Aber bei Isara können wir es leider nicht machen. Jedenfalls, wir sind jetzt in Kapitel 12, The Fight for Brule, der Kampf für Brule. Ein Kindred Spirit, ein netter Geist. Jedenfalls. Ja, ich weiß, was das bedeutet, aber ich kann es nicht so übersetzen. Egal, wir machen jetzt erstmal Fosen. Ist das... ich muss mal kurz gucken, wo. Wir haben jetzt die Mavery Shore. Das war noch genau das hier, ne? Ja, super. Genau, weil ich nicht komplett der Steuerung nicht kann. So, Skirmish. Wir machen jetzt Upper Fosen auf normal. Aber ein Schnelldurchgang. Hoffentlich. Würde ich auf jeden Fall gut finden. Ja, in den letzten paar Folgen haben wir das zwar auch schon gesehen, aber was soll's. Wir brauchen, so wie es aussieht, ja ein bisschen Level und so, weil Verrot hat ja schon angesprochen, wenn einige Einheiten schon auf Elite sind, dann sollten wir dies und das machen, wegen Flammenwerfer und so. Und das war noch nicht der Fall, deswegen glaube ich, wir sind ein bisschen unterlevelt für die nächsten, ja, Kapitel. Deswegen tue ich jetzt hier mal ein bisschen das als Entschuldigung nehmen und trainieren. Was? Nein. Deploy. Ohne Leute, genau. So, Welcome und Zaka. Die sind schon mal drin. Dann holen wir uns Alicia. Na oben. Dann holen wir uns Rosie. Hier hin. Dann holen wir uns... Weiß ich nicht. Wir nehmen mal mit. Dallas. Ich nehme irgendwie nur die gleichen Leute mit immer, ne? Das Cesare. Regard. Was für Zweifel hast du denn? Okay, Elias und Lago. Genau, Lago. Haben wir noch einen erstmal. Und der Rest ist als Dingens nicht, Mann. Nehmen wir mal Juno. Nein. Gehen wir ein bisschen weiter nach hinten. Nehmen wir uns vielleicht noch ein Dingens mit. Nehmen wir mal Eddie. Haben wir, glaube ich, schon nicht so oft genommen. Und dann nehmen wir noch, weiß ich nicht, wen haben wir denn noch hier? Nehmen wir ihn, nennen sie wieder. Wahrscheinlich habe ich genau das gleiche Team wie letztes Mal. Ohne dass ich es gemerkt habe. So, und bei Skirmish ist es ja so, je schneller man die Mission abschließt, desto mehr Kohle bekommt man und Erfahrung und so weiter. Deswegen versuche ich mal hier so alles so schnell wie möglich zu erledigen. Da gibt es natürlich auch irgendwie so Spitzentipps und Pro-Tipps und mir fällt das Wort wieder nicht ein. Warum fällt mir heute kein Wort ein? Musterlösungen, sag ich mal. Genau, ja, so was ähnliches wollte ich sagen. Und ja, das wird bei mir nicht der Fall sein, nehme ich an. Ja, ein bisschen lauter machen, mein Gott. Alles klar. Bleh, bleh, was? Die Shamrock und die Edelweiß haben wir ja ein bisschen aufgepowert. Lassen wir jetzt mal. Ich glaube, da hinten sind doch Minen, ne? Also, der ist, gehen wir vor. Ja, da hinten sind Minen. Und ich schaffe jetzt bis dahin. Und so weit kann die Edelweiß also nicht fahren. Okay. Das hier wird sie ja wohl schaffen, ne? Die Edelweiß. Und sind da eben mehr? Na, ah, verdammt. So, 87 ist klar. Wir sind schon alle Elite. Das ist doch nicht zu fassen. Okay, das Ding können wir leider nicht kaputt hauen, aus irgendeinem Grund. Wir haben mit der Edelweiß vorne. Da hinten ist keiner. Abschließen konnte. Ja, wir können doch so weit, verdammt. Upsala. Ich dachte, so weit würde ich nicht kommen. Dann machen wir, glaube ich, fast genau gleiche Strategie, in der Lancer, die überleben hat. Wie beim letzten Mal.
Wir nehmen erstmal das Ding hier und oder den kaputt. Jawohl. Jetzt läuft alles nach Plan. Ne? Kann ich mich da freiboxen? Jo, geil. Dann brauchen wir irgendjemanden. Ja, super. Ich bräuchte ja. Kann ich die Dinger hier eigentlich benutzen? Ihre Aufzüge? Nö. Verdammt, warum nicht? Ich muss sie noch mal neu aktivieren. Das gibt's doch nicht. Ich sage, wir nehmen wieder mit Alicia den Dingens. Den Aufzug. Ja. Da sind schon alles Elite, Leute. Warum? Ich bezweifle zwar, irgendwas treffen wir, aber was soll's. Ist echt spannend sein, die gleiche Mission schon wieder zu sehen, ne? Ach, da sehe ich den. Warte mal, hinten sind welche. Werde ich ganz sicher treffen. Jawohl. Also einer. Schon wieder Verstärkung. So, ach ja, unsere Lenzer, die bringen ja gar nichts, ich Idiot. Die treffen ja immer hier diesen verdammten Gitterzaun. Ich schau mal, ob die kann ein bisschen weiterfahren als Edelweiß. Sehr viel haben wir ja nicht gesehen in der Mavery Shore. Oh Gott, er ist da runtergefallen. Wo ist er? Da ist er. Wir haben das gemacht, haben sie gesehen, wie geht denn das? So. Ich kann ihn nicht anvisieren. Was soll das denn? Das ist ein Flammenwerfer, genau. Warum kann ich ihn nicht anvisieren? Ah, oh, ich Idiot. Ich hab, oh, ich. Das ist schon mal gut. Okay. Kann ich vielleicht, wenn ich nicht direkt das Ding anvisiere? Ach, könnte mich doch mal. Hätte ja gleich irgendwie den ganzen Zug hier erstmal überspringen sollen, weil er hat sich gar nicht gelohnt. Was? Nein. Steht auf. Steht auf! Ja, das mit dem Dingens alles ganz schnell erobern wird wohl nichts. Müssen wir, glaube ich, einen Scout hier die ganze Karte hier durchlotsen. Aber das schaffe ich, glaube ich, nicht. Ich weiß nur, es gab irgendwie so einen schweren Modus von den ganzen Skirmish. Das war brutal. Da habe ich, glaube ich, nicht mal erste Level geschafft. Weil da überall Gegner schon am Anfang waren. Ach da. Wie soll ich denn das schaffen? Are you kidding me? Die ganze Mission noch mal von neu. So ein bisschen aufschieben sollen, aber ich wollte neue Story aufschieben. Weil ja, ich brauche Training. Aua. Gegen die Lanze gelaufen. So. You know, und habe ich irgendwie nur Mädels in der Truppe? Nee. Doch, fast. Die Aufzüge nicht benutzen können, da trägt mich ein bisschen auf. Da hätten wir eigentlich die Dinger hier. Die... Boah, ich muss die Dinger wieder kaputt machen, ernsthaft? Da habe ich aber nicht die Edelweiß drüber. Wir müssen, glaube ich, nur die Kommandoposten hier einnehmen. Ach ja, und der Zug ist nicht mehr da, genau. Das heißt, die Level wird leicht angenehmer. Außerdem kommen keine nervigen Cutscenes dazwischen. Wow, da war richtig gut betroffen. Nicht! Oh, da kommt noch einer. Na, da war richtig gut betroffen. Nicht! Und, okay, gut. So muss das.
Ja, wir können einfach da durch. Da finde ich gut. Au! Au! Entschuldigung. Das war pure Absicht. So. Verdammt. Hätte sein können. Mach durch, Juno. Stech mich bitte nicht ab. Nancy, das war keine Absicht. Ich schwöre. Also schön, na? Warte schon, der zweite Panzer auseinandergenommen werden will. So, die Granate ist hier losgegangen. Das finde ich nicht so toll. Diesmal, ach, ich habe gar keine Dingens, sehe ich gerade. Ich habe nur die beiden. Fuck. Ich hoffe, bis dahin. Ich glaube nicht. Der Edelweiß hat sich gerade so geil positioniert. Wer hat das Ding bloß gefahren? Verdammt. Wir versperren uns jetzt allen irgendwie den Weg. Gut ist wenigstens der... Mein Gott. Mein Gott. Mein Gott. Also. Der ganze Zug hier ist nicht mehr da. Da bin ich doch sehr nett. Jawohl. Weg von diesem verdammten Gitter. Komm schon, wo ist das Ding? Da. Verdammt. Hätte sein können, dass wir dieses eine Ding treffen. Wenn mir mal auffällt. Bis auf diesen Elite-Trooper. Elite-Trooper sind gar keine Leute da. Das heißt, ich könnte die Basis da hinten schon mal einnehmen. Wenn ich Glück habe. Vor allem jetzt ist hier auch kein Zug, der mir auf Nerven geht. Ja, ich muss das wieder aktivieren. Country Bread. Bread, was weiß ich. So. Einen warten schon die anderen. Ja. So. Guck mal her. Jawohl. Ha. What the fuck is this? Oh. Ja, den kriegen wir mit dem nächsten, der jetzt gleich hinkommt. Da ich gar kein anderer ist, ne? Nancy. So. Ich vergaß. Ich Idiot. Das Ding ist ja weg. Mann. Wie konnte das passieren? So. Lass mal das Ding hier weg. Mein Gott, was? Ja, du kannst schon mal da hingehen. Ist aber bloß nicht, dass ich mit dem Panzer da hingehe wieder. Ich hab Bock, hier die ganzen Dinge mit auseinander zu schrauben. Ja, da muss ich ja mit Alicia den kaputt hauen. Aber so, jetzt noch darunter und das Ding einnehmen. So, aber schon wieder ein Ding hier eingepackt. Also ein. Oh Gott, was? Warum? Warum? Boah, jetzt muss ich echt noch einen Kommandopunkt hier verballern. Dinger müssen wir auch nicht, glaube ich, kaputt machen. Die sind schon kaputt, oder? Da sind sie nicht, aber da dürften eigentlich keine Dinge jetzt kommen. So. Kann ich das Ding ja auch kaputt hauen? Wieso trifft mich das Ding überhaupt? Ich hab schon irgendwie gebracht. Da, dann weiter. Ich weiß nicht. Irgendjemand, der den Lenzer da kaputt haut. Panzer dürfte jetzt eigentlich nicht gefährlich nahe kommen. Verdammter Dreck. Was steht hier alle so blöd?
Ja. Okay. So muss das. Sie mit ihrer mechanischen Stimme. So, dann haben wir das hier schon beinahe erledigt. Dann holen wir mal. Weiß nicht. Die brauchen wir alle gar nicht. Wollen wir die Edelweiß nach vorne. Aber Gott sei Dank, wir kommen durch. So. Schon mal ankratzen. Den Einzug müssen wir noch schaffen. Was nehmen wir uns jetzt? Wo? Da oben? Ich hoffe, nicht da oben. Wäre richtig blöd. Obwohl, da sind. Boah, ich muss die Brücken auch wieder kaputt machen. Ernsthaft? Verdammt, da oben sind echt welche aufgetaucht. Verdammt. Nein, wie kannst du es wagen? Zum Glück ignoriert er mich vollkommen. Und fragt sogar noch beinahe. Ich korrigiere mich, er wird jetzt frecken. Was auch immer er macht. Was macht er da? So, verdammt, ich kann die scheiß Dinger noch machen, Mann. Hey, ich habe einen Blind abgezogen. Ich glaube, Spinnen. Ich habe keinen Bock, die Kackdinger kaputt zu machen. Na komm, ich tue die Verteidigung sinken. Ich war, glaube ich, ohne Edelweiß durch. Wie gesagt, wir können auch versuchen, da durchzustürmen. Einzug müsste ich noch schaffen. So, Alicia, du musst die Brücke kaputt machen. Kein Schwein weiß, wieso du es machen musst, aber du musst es machen. Und zack. So. Hätten wir das schon mal erledigt. Dann können wir das Ding jetzt zurücknehmen. Und ich habe eine Idee. Wir können es sogar vollbringen. Wo ist Laro? Ja, oh, perfekt. Ja, oh, da wird lustig. Okay. Das dürfte sogar klappen. Laro, komm doch mal her. Also triffst natürlich wieder nicht. Dann wäre Kacke. So. Oh, das ist ja perfekt. Wenn du treffen würdest. Aber du wirst treffen. Im nächsten Zug. Also in diesen hier. Tsching. Zack. So. Der ist schon mal weg. Den Knight müssen wir auch irgendwie kaputt kriegen. Verdammt, ich hätte mich noch runter bewegen können. Egal. So, Welkin. Oh, ich habe keinen Bock, die Scheiße gar wieder kaputt zu machen. Na, das war richtig toll. Oh, der Kampf, der zieht sich schon wieder so. Hatte ich jetzt gar keinen Bock. Will ich die ganzen Dinger wieder kaputt machen. Die ganzen Dinger entschärfen. Barrikade, na toll. Ich kann ihn sogar anvisieren. Warum die Minen daneben kaputt gehen, weiß ich auch nicht. Ah, ich muss sie wieder kaputt machen. Das ist super. Naja. So. Ja, ich gehe kein Risiko ein. Ich kenne das doch, ihr wollt mich ärgern.
So, wahrscheinlich nimmt das Ding uns gleich jetzt voll auseinander. Vielleicht müssten wir mit sie auch noch hinkommen. Ne. Ich wollte nur so schnell wie möglich das Ding hier erledigen. Sie kommt noch nicht mal rein, was soll das denn? Die Schämung hat gar keine, verdammt. Ich habe keine AP verloren. Wo sind das? Das ist nicht exakt das, was sie gesagt hat, aber egal. Ich hätte die Dinge jetzt reparieren können, genau. Aber wenn ich mich selbst treffen würde. Oh, oh. Entschuldigung. Nicht so empfindlich hier. Knack, knack, knack. So. Ja, bloß nicht die Dinger wieder reparieren, sonst muss ich ja schon wieder eine Kackgranate reinwerfen. Ja, warum zieht sich die Level so, ganz ehrlich? Müssen wir aber in zwei Parts hier erledigen. Ich kann auch mit irgendjemandem versuchen, hier durchzurennen. Wie mit Lago zum Beispiel. Er könnte das Ding vielleicht erledigen. Kommt schon, Tristor Teil da hinten, oder? Hat schon. Der Macht des Gemüses! Verdammt! Aber du hast es getroffen. Verdammt, ich brauche nur noch einen Schuss. Welken. Chinesische. Upsala. Kann passieren. Was? Wieso zwei? Da fuck ist es. Mann, warum? Lago braucht nur einen Schuss und Waken 2? Was? Waken sieht doch mehr mit seinem Kackpanzer. Ja, verdammt, jetzt macht er uns auseinander. Der macht uns auseinander, genau. Muss langweilig sein für die, die diese Level schon kennen und letztens erst gesehen haben. Au. Kann ich nicht auch mit einem Raketenschuss kontern? Das müsste es geben. Oh Gott, ist sofort dran. Au. Jawohl. Er hat überhaupt nicht gebracht. So, dann passend. Boah, ich drücke so schnell das Logo weg, bevor es überhaupt auftaucht. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir dieses Skirmish hier. Ja, weitermachen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.